Im heutigen Markenflüster möchte ich mal von dem gewohnten Skript abweichen und Ihnen versuchen zu zeigen, wo Sie nützliches Know-how finden. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, oft rede ich zum Beispiel von Dingen wie Fed Fund Futures und Sie fragen sich vielleicht, was redet der Mann da, was ist das, warum ist das wichtig? Ich zeige ja öfter zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, die von den Märkten eingepreist wird, was die Fed tun wird, Zinsen anheben, Zinsen senken, wie zum Beispiel in diesem Tweet, den ich kürzlich gezeigt habe, der auch dann eben zeigt, dass die Fed Fund Futures eine Wahrscheinlichkeit von 100% einpreisen, dass die Fed Ende Juli dann die Zinsen senken wird. Aber was sind eigentlich solche Fed Fund Futures oder was sind eben Begrifflichkeiten, die in meinen Videos vielleicht öfter vorkommen? Die finden Sie auf einer extrem guten Seite mit dem Namen Investopedia, investopedia.com. Da geben Sie einfach mal Investopedia und zum Beispiel Fed Fund Futures ein und finden dann eben hier wirklich eine hervorragende Erklärung, auch für wirklich alle anderen Begriffe, die relevant sind an den Finanzmärkten. Hier steht zum Beispiel, das sind Finanzkontrakte, Future-Kontrakte, die die Meinung des Marktes widerspiegeln, wo die Zinsen der Fed am Ende der Laufzeit des Kontraktes stehen. Es gibt Januar, Februar, März, April, jeder Monat also einen Kontrakt. Und man ermittelt dann aus diesen Kontrakten die Wahrscheinlichkeit, die der Markt sieht für Aktionen der Fed. Wird die Zinsen angehoben, werden die Zinsen gesenkt. Das ist also hier wirklich etwas, was ich Ihnen ans Herz legen möchte, weil Sie da wirklich extrem kompetent eingeführt werden in solche Begrifflichkeiten. Wer es mit dem Englischen nicht so hat, das ist ja naturgemäß eine englischsprachige Seite, der kann vielleicht diese Seite hier nutzen, Deeple.com, D-E-E-P-L. Die beste Übersetzungsmaschine, die es im Internet gibt, ist eine deutsche Übersetzungsmaschine. Hurra, wir sind also auch mal zu was technologisch Hochstehendem im Internet im Mindesten in der Lage. Hier kann man dann einfach so einen Text reinkopieren, zum Beispiel den englischen Text, drückt auf Enter und dann kommt auf der rechten Seite die deutsche Übersetzung. Das hilft dann auch schon ein Stück weit. Kommen wir zu den Märkten. Investopedia.com und Deeple.com. Die Hinweise also gleich zu Anfang des Videos. Kommen wir zu den Märkten und schauen uns mal an, was da so gespielt wird. Wir haben die Situation, dass wir heute, um es mal chronologisch anzupacken, den Einkaufsmanager-Index Gewerbe und Dienstleistungen aus Deutschland hatten. Und siehe da, wir sind ein bisschen besser rausgekommen. Market, das die Daten erhebt, sagt, ja, es sieht so aus, als könnten wir die Talsohle schon durchschritten haben. Sie erinnern sich an meine Elbe-Beobachtung, meine Damen und Herren. Die Container sind ein bisschen mehr geworden. Die Industrie scheint wieder so ein bisschen Fuß zu fassen, möglicherweise. Allerdings nicht die Industrie in den USA, denn der Market PMI heute aus den USA, Gewerbe auf dem tiefsten Stand, seit 2009, das ist also ein Zeichen, dass die Wirtschaft wirklich in den USA jetzt stärker abkühlt. Die war so ein bisschen gedopt durch die US-Steuerreform, aber die muss dann eben das nachvollziehen, was China und Europa gemacht haben. Also praktisch diesmal Amerika nicht als Frühindikator, sondern als Spätindikator aufgrund dieser Steuerpimpung. Was haben wir noch? Wir haben nach wie vor die Situation, dass die Yield Curve, also die Zinskurve, invertiert ist, und zwar jetzt die 5-jährige und die 3-monatige seit 101 Tagen. Und es gab noch nie ein Beispiel in der Geschichte, in der dann nicht in den nächsten 12 bis 18 Monaten eine Rezession gefolgt wäre. Auch das ein Hinweis, dass möglicherweise die USA jetzt konjunkturell vor nicht so ganz einfachen Zeiten stehen. Aber gleichwohl haben wir so eine Alles-Rally, sowohl Aktienmärkte als auch Anleihenmärkte, ob Junk Bonds, alles geht nach oben, hurra, es gibt praktisch kein Halten mehr. Allerdings haben wir ja heute den großen Verfall und es ist so, dass dieser Juni-Verfall meistens ein sehr positives, sehr bullisches Ereignis ist, aber dann in 87% der Fälle historisch gesehen der Markt in der nächsten Woche dann fällt. Warum ist das so? Weil eben viele hier mit Optionen unterwegs waren, die dann faktisch als Käufer im Markt auftreten, und wenn das vorab gefrühstückt ist nach dem großen Verfall, dann fällt eben eine nicht unerhebliche Käuferschicht weg. Das ist einer der Gründe, warum dem so ist. Was haben wir noch? Die Märkte heute gestiegen nach einer Aussage von Mike Pence, Vizepräsident, der gesagt hat, ich werde meine Rede absagen. Er wollte heute eine China-Rede halten mit dem altbekannten Tenor, die sind böse, stehlen unsere Jobs. Und überhaupt, das hat den Markt, hat die Aktienmärkte heute dann nochmal ein bisschen gepusht, nach oben gepusht. Aber Hu Qijin, das Orakel von Peking, sagt,
Es gibt eine ganz klare Voraussetzung für China, um überhaupt über einen Deal sprechen zu können. Und das ist, dass die Amerikaner alle Zölle, die sie gegen China erhoben haben, abschaffen. Und das ist sehr unwahrscheinlich mithin. Also nach wie vor ein Deal nächste Woche auf dem G20-Gipfel. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Andernorts ja der Iran. Hier stand offenkundig, standen die USA kurz vor einem Angriff auf den Iran. Donald Trump hat das wohl in letzter Minute abgesagt, weil er gesagt hat, naja, die Opfer stehen nicht in Relation zu diesem Drohnenabschuss. Aber man hat schon das Gefühl, dass Trump eigentlich hier nicht wirklich einen Krieg will. Aber John Bolton, Sicherheitsberater, Mike Pompeo, Außenminister, die wollen diesen Krieg, hat man das Gefühl. Die Frage ist, wer sich da jetzt durchsetzen wird. Wir haben dann folgende Situation hier noch. Und das ist interessant. Wir hatten heute Fed-Speaker Richard Clarida, Fed-Vize. Also nach Jerome Powell der einflussreichste Fed-Mann, der nochmal klar gemacht hat, ja, wir haben eine verstärkte Unsicherheit. Und wir haben jetzt so viele Erwähnungen durch Fed-Mitglieder hier Unsicherheit, Uncertainty, wie noch nie seit der Finanzkrise. Hier eine Grafik dazu, selbst als der Brexit passierte im Jahr 2016, das Brexit-Votum genauer gesagt, gab es nicht so viele Aussagen der Fed in Sachen Unsicherheit. Das zeigt, dass man also hier wirklich bereit ist, wohl jetzt im Juli die Zinsen zu senken. Neil Kashkari, Fed-Mitglied, immer extrem dovish, hat heute einen Text verfasst, wo er gesagt hat, ich bin für eine 50 Basispunkte Senkung, also für eine Senkung von 0,5%. Der will also gleich in die Vollen gehen. Nun mutmaßen manche, na, das ist doch genau Trumps Mann, genau so einen Typen will der haben. Ist praktisch eine Bewerbung als Nachfolger von Jerome Powell. Schauen wir uns an, was die Charts aus der ganzen Geschichte machen. Wir starten mit dem S&P 500, der zunächst mal, pardon, nach den Aussagen von Mike Pence nochmal nach oben gegangen ist, aber dann jetzt wieder ein bisschen zurückkommt, nachdem diese China-Euphorie durch den Tweet von Hu Xijin doch deutlich eingetrübt ist. Wir sehen den Dow Jones jetzt ein bisschen zurückkommen, alles nicht dramatisch, aber wir sehen hier so einen Docht, der nach oben geht, der dann wieder ein bisschen ausgepreist werden muss. Wir sehen den Nasdaq, der ein eben solches Muster zeigt. Wir haben den DAX, der, naja, nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, nicht wirklich heute stark ist. Wir sind bei 12.323, waren heute schon doch deutlich höher gewesen. Wir haben den Euro, der jetzt deutlich zulegen kann. Grundsätzlich dürfte das eintreten, was ich heute Morgen im Videoausblick vermutet hatte, nämlich, dass natürlich die Fed jetzt wahnsinnig viel Potenzial hat für Zinssenkungen. Das dürfte den Dollar schwächen. Der Euro dürfte dann aufwerten, weil die EZB eben wenig Potenzial für irgendwelche Maßnahmen hat und am wenigsten hat die Bank of Japan. Dementsprechend könnte der Yen sozusagen das stärkste Aufwertungspotenzial haben. Aufwertungspotenzial hat auch das Gold, das nach wie vor in Sichtweite der 1400er Marke handelt. Und wir haben, das wollte ich nicht zeigen, was haben wir hier? Wir haben das Öl, das ich halten kann bei $57,54. Die Entwicklung scheint brisant, vor allem in Sachen Iran. Das könnte natürlich einen massiven Schub geben, wenn es da wirklich zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Also, das soll es von mir in dieser Woche gewesen sein. Danke, dass Sie dabei waren. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich am Montag. Und ich verweise nochmal auf investopedia.com und deeple.com für alle, die ein bisschen mehr wissen wollen. Bis dann, Servus und Ciao.